Dankeschön. Dankeschön. So, ich helfe den Damen nacheinander hoch. Danke. Bitteschön. Danke. So. Ach, Heide, was genieße ich das, in diesem wunderschönen Ambiente hier zu sein und dann mit Bettina und Luise hier lang zu laufen und dich vorstellen zu dürfen, Frau Dr. Heide Rezepa-Zabel. Hallo, freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ach, und die zwei sind bezaubernd. Ihr Lieben, ich weiß, du wohnst in Hamburg, ist das richtig? Das ist richtig. Das habe ich noch mitbekommen, aber bei dir habe ich es vergessen. Ich wohne auch in Hamburg. Ach, deswegen habe ich es vergessen. Mensch, die wohnen nebeneinander. Was macht ihr beiden denn beruflich? Was machst du, Luise? Ich arbeite in einer Werbeagentur in Hamburg. Das ist eine tolle Sache. Ja, es macht auch sehr großen Spaß. Ich mag Werbung. Was machst du? Ich bin in einem Verein in Hamburg, zuständig für Verwaltung und Buchhaltung. Oh, das ist aber ganz aufregend, du. Ja. Meine Lieben, jetzt würde ich natürlich noch gerne wissen, wo habt ihr dieses Schächtelchen, Handtasche oder was es auch immer sein mag denn her? Meine Großeltern haben dieses Kästchen auf einer Auktion gekauft in Südfrankreich. Vermutlich aus dem Nachlass einer reichen französischen Adeligen, die mit einem Diplomaten verheiratet war. Das hört sich aber schon mal wieder toll an. Weißt, oh, weißt du, mit so einer Herkunft, wenn du das schon reinwirfst. Mensch, Heide, jetzt leg ich mal einen vor. Es ist ein Kasten erstmal. Ja. Und ich will auch gerne seine Funktion noch aufklären, aber vor allen Dingen voranschieben, er ist aus dem Hause Cartier. Oh, ja. Ich stelle mich da gerade. Das würde ich auch sagen. Ja. Der wohl bekannteste französische Juwelier überhaupt. Im Hause Cartier wurde so etwas Vanity Case genannt. Bedeutet also ein Kasten für die Eitelkeit. Und so etwas haben wir hier. Ich will mal dieses Innenleben zeigen. Oh, wow. Im Grunde genommen ist es flexibel bestückbar. Mit Sicherheit gab es hier ein Fach für Kompaktpuder, was hier eingesetzt wurde. Mhm. Und hier gab es auch noch einen Kamm, was hier eingesetzt wurde, was bestimmt original ist von Cartier noch. Und hier ein kleines Etui, was vermutlich dazu gekauft wurde oder gerade passte, bestimmt auch hier dieses Fach für Zigaretten gut nutzbar. Und ein großer Spiegel natürlich. Heide, hier ist noch so ein kleines Döschen drin. Gehört das auch dazu? Nein, das kommt aus einem anderen Zusammenhang. Irgendwoher aus der Kosmetikindustrie, da befindet sich offensichtlich ein Puder darin. Aber das ist nicht original von Cartier. Und dieses Stückchen ist auf circa 1930 zu datieren. Aber Cartier hat eigentlich lange nur in Gold bzw. in Platin gearbeitet. Und im Zuge der Wirtschaftskrise wurden auch andere Materialien verarbeitet, nämlich Silber oder auch Messing. Solche Dinge waren nachgefragt und sehr originell auch gewünscht. Ja. In diesem Bereich hat man durchaus ausgefallen gearbeitet. Und in dieser Sparte wurde auch dieser Kasten gearbeitet. Auch hier markiert mit einem S für Silber, obwohl es natürlich Messing ist, und eine Individualnummer, die jedes Stück für sich identifiziert. Und Cartier ist hier auch hereingraviert. Ja, aber helfe mir mal ganz kurz, wenn der S drauf ist für Silber. Ja. Warum machen die das auf etwas, was aus Messing ist? Weil es die spezielle Abteilung ist. Cartier hat bis dahin nur edel gearbeitet, nur in Gold und in Platin. Ja. Und jetzt zunächst zum ersten Mal eben auch in weniger teurem Material, eben auch im Silber. Das war der Wirtschaftskrise geschuldet der damaligen Zeit. Aber die Nachfrage nach solchen Objekten war da und man wollte sich auch so etwas leisten. Und im etwas preisgünstigen Segment wagte man auch originellere Sachen, ausgefallene Stücke. Mhm. Und so etwas haben wir hier. Was hier dargestellt ist, ist eine fabelhafte, exotische Tierwelt im persisch-indischen Stil. Und zwar hier in der Art einer Kosmografie sind Tiere hier wie auf einer Weltscheibe angeordnet, die auf diese Art und Weise die Schöpfung schildern. Im Zentrum zwei Elefanten mit erhobenem Rüssel ineinander verschlungen. Natürlich das Symbol für absolute Glückseligkeit und Verbundenheit. Und außen rundherum sind es Wisente, Gazellen, ein indischer Tiger und ein Känguru. Es ist so ein bisschen das Fremdbild der Europäer auf den Orient. Ja, also ein Känguru ist ja in Indien noch relativ weit verbreitet. Ne? Ja. Ist das drauf gemalt oder ist das reingestochen, graviert? Technisch sehr interessant. Und zwar sieht es ja so ein bisschen aus wie eine Zeichnung, die hier umgedruckt wurde, die Zeichnung. Und dann in einem mehrstufigen Prozess wurde diese Zeichnung dann eingeätzt in den Untergrund. Aha. Und dann wurde nachgeschnitten und diese Tiefen wurden dann ausgefüllt mit Email, also einer Glasschmelze, die mit Metalloxid gefärbt ist. Wow. Und dann wurde am Ende alles plan geschliffen. Und auch hier ein Rahmen noch geschaffen aus Arabesken und Volutenranken. Erinnert wirklich an diese Miniaturmalereien, die hier versucht worden sind, auf einen Kasten zu bringen.
ganz schön und auch sehr modern ist eigentlich dieser Drücker, der gearbeitet wurde wie eine Lasche. Da wollte ich schon fragen, was das für Steine sind. Es ist Lapislazuli und in der Mitte ein Karneol. Zauberhaft, finde ich. Finde ich auch. Ja. Konnte sich diese wunderbare Schatulle, dieses rote Döschen leisten? Gehört das dazu? Ja, das ist wirklich noch die originale Schatulle aus der Zeit mit einer Seideneinlage und hier natürlich auch dem Firmenlogo in Gold hineingestempelt. Also authentisch. Es gibt, wo ich immer das gerade so sehe, dass es auseinanderfällt, können wir kurz über den Zustand reden. Ne? Nein, das ist nicht so schlimm. Das ließe sich wieder leicht reparieren und kleben. Das ist wirklich nicht. Das ist nicht schon allein die Tatsache, dass das da ist, ist wunderbar, wirklich. Aber über den Zustand würde ich natürlich gerne noch reden. Ja, bitte. Es geht natürlich auch um die schönen Emailfarben, die wunderbar sind und auch herrlich in seinen Kontrastfarben hier. Schön auch, wie dieses Pink hervortritt, neben dem Blau hier und dem Rot. Allerdings sind diese Emailfarben an manchen Stellen durch das ständige Greifen an bestimmten Stellen auch etwas abgegriffen, leider. Aber die Farbbrillanz ist noch da. Also wirklich die originalen Farben aus der Zeit wie vor 100 Jahren. Und das schafft nur Email. Tja, kannst du mal sehen. Das ist eine frühe Klatsch, ne? So ist es. Ja, weil ich für Namen kenne. ihr Lieben, was würdet ihr, nein, nicht was würdet ihr, sondern was möchte Mama und Papa haben? Wir haben jetzt mitgegeben bekommen, dass sich unsere Großeltern schon über einen Preis von ungefähr 1.000 bis 1.200 Euro freuen würden. Hat Heide erfreuliche Nachrichten? Das Haus Cartier spielt natürlich eine wesentliche Rolle bei der Wertfindung, sicher. Der Zustand auch, aber dieses Stück ist durchaus mit 5.000 bis 6.000 Euro teuer. Wow. Ja, das sind gute Neuigkeiten. Ich nasse Hände. Ich auch. Du auch, ne? Ja, ihr Lieben, also wo die Freude einmal so groß ist, würde ich sagen, unser Team da hinten im Händlerraum hat ausreichend finanzielle Mittel, um darauf bieten zu dürfen. Bitte vielen schön. Vielen Dank. Euch viel Spaß bei den Verhandlungen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid super. Da geht's rüber. Tschüss ihr zwei. Danke. Tschüss. Wie aufregend. Bühne frei. Im Händlerraum. Mhm. Oh, oh, oh. Schatulle, Schatulle. Cartier? Cartier. Schön. Mein Gott, ist das schön. Bettina und Luise scheinen genau das Richtige mitgebracht zu haben. Doch wie tief greifen unsere Händlerinnen und Händler für die extravagante Tasche in die Tasche? Hallo. Hallo, die Damen. Alle sind begeistert. Wir müssen ja alles mitbringen. Das ist unglaublich. Hübsch, oder? Ja. Cartier. Mhm. Oh, Wahnsinn. Wunderschön. Ja. Das sind 20er, 30er Jahren entstanden, circa. Genau, richtig. Genau. Also die Experten. Da gab es auch diesen Trend, diesen Orientalismus, genau, auch bei Cartier. Ja. Wie kommen Sie an das Objekt? Wir verkaufen das Stück im Auftrag von meinen Großeltern. Mhm. Und die haben das in einer Auktion gekauft. Okay. Ich möchte gerne beginnen mit 500 Euro. 1.000. Mhm. 1.500. 2.000. 2.500. 3.000. 3.500. 4.000. bei 300. Ja, das ist doch schon ganz gut. Ja. Wow. Wahnsinn. Okay. Die Mädels sind ja schwer interessiert, ja. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr zwei das alleine machen könnt hier, oder? Ja, klar. Doch. 4, 6. Ich will sie unbedingt haben. Ich sag jetzt 5.000. Und möchte sie vielleicht noch jemand haben? Susi, what's up? Also ich höre auf, ich steige aus. Das war, deswegen frage ich nicht Susi. Ich finde das auch ordentlich. Das machen wir. Händler-Einkaufspreis. Machen wir ein Geschäft. Mit 5.000 Euro. 5.000 Euro? Ja. Ja? Ja, jawohl. Ja. Ja. Dann wurde schön gesprochen. Schön. Toll. Toll, toll, toll. 1.000. 2.000. 2, 4, 6, 8. 3.000. 4.000 und 5.000. Wow. Wunschpreis verfünffacht. Chapeau. So, das ist für Sie. Vielen, ich bedanke vielen mich Dank. Ganz herzlich, große Freude. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Tschüss. 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 Wirklich, freu mich mega. Sehr. Ja. Mega schön. Vielen, Elisa, vielen Dank. Darf ich Sie einmal ausführen? Ja, sowieso. Ja. Heute Abend noch. Ja.
Schön, freue mich wirklich. Es hat so einen Spaß gemacht und sind ja auch mit dem Geld jetzt auch gut zufrieden und machen uns jetzt einen schönen Abend.